Ihr macht nicht, das kommt ja aus. Wir kommen jetzt zum Vortrag Mitbestimmung jetzt, Bürgerbeteiligung für alle. Der Referent ist Martin Simont, der erste taube Politiker in ganz Deutschland. Herzlich willkommen. Wahrscheinlich habt ihr das schon gesehen, ob ihr vielleicht auch eine Krawatte und ein Jackett anhabt, die Politiker, die ihr gemeinhin kennt, könnt ihr euch jetzt gleich ein Bild von machen. Viel Spaß dabei. Hallo, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde jetzt nicht nur mein Thema abarbeiten, sondern auch ein bisschen schauen, was hat das für Auswirkungen auf die Menschen, die Bürgerbeteiligung, was steckt da eigentlich dahinter, was passiert an verschiedenen Stellen, auch hier in Deutschland. Ich werde ein bisschen in die Geschichte auch einklicken. Das Thema der Kulturtage ist ja die inklusive Gesellschaft auch. Ne? Es wird viel von Inklusion gesprochen. Die Frage ist, kann man diese Inklusion sozusagen bewusst sich dafür entscheiden, dass Barrierefreiheit für Blinde, für Europa, für viele verschiedene Menschen auch stattfindet. Das ist so mein Thema und ich denke, das ist die Zukunft. Und wir brauchen viele Diskussionen und wir wollen natürlich nicht vergessen, dass wir die Demokratie haben und schon in der Schule muss dieser Diskussionsprozess auch für alle beginnen. Hier kurz was zu meiner Biografie. Vor einem Jahr war die Wahl, da bin ich ja dann auch in der Bundesversammlung gewesen dieses Jahr und das war wirklich ein ganz unglaubliches Erlebnis. Das war gar nicht so einfach, weil natürlich viele Leute, auf die ich da gestoßen bin, während meines politischen Engagements, gar keine Ahnung hatten über die Möglichkeit, über Gebärdensprachdolmetscher. Ich wollte auch, dass im Fernsehen eine dolmetsche Einbindung gibt und in der Bundesversammlung natürlich auch ich einen Dolmetscher dabei habe und alle auch zu Hause über den Fernseher das verfolgen konnten. Das war leider nicht möglich und ich habe dann auch natürlich dazu gesagt, auch ganz viel aufgeklärt. Also ich war ja aufgeklärt, ich war Wahlmann in der Versammlung und dann nach den weiteren paar Tagen gab es die Begrüßung auch mit einem Video, da war der Dolmetscher zu sehen, dann wurde der Dolmetscher ausgeblendet und dann gab es noch gültig die Grundlage unseres Rechtsstaatssystems und das korreliert auch alles miteinander, steht miteinander in Kontakt, die Legislative, das Parlament, der Bundestag und der Bundesrat, die Gesetze erlassen. Dann hier haben wir die Exekutive, die das ausführende Organ darstellt. Das bedeutet ausführend auch ein oder auch verschiedene andere Vorkommnisse, wo Diskriminierung stattgefunden hat. Da haben sich dann diese sogenannten Zivilgesellschaften gebildet. Dann, es gab auch so eine Initiative von TUT. Da ging es dann darum, dass ein Arzt zum Beispiel gesagt hat, ja, ein CI muss man einsetzen und Gebärdensprache soll weggelassen werden. Es wurde dann quasi bei Facebook so ganz große Diskussionen, eine heiße Diskussion ist entbrannt, dass man dann auch sieht, das ist nicht in Ordnung so und dass sozusagen diese Zivilgesellschaft dann auch sich, es gibt ja die verschiedenen Abgeordneten, je nachdem wie viel gibt und das ist jetzt die Frage. Wenn sie das schaffen würde, wäre das dann auch nochmal weiter mit an Erfolg. Und zum Beispiel in Österreich gibt es ja auch die Hegemoniana in der Parlament. Und dass man nicht nur sieht im Verband und im Verein, dass man da ist und dann denkt, okay, wir schreiben über die Politik und die machen das dann schon, sondern dass man es auch selber einfach da einsteigt, dass man auch selbst da reinkommt und dadurch auch mehr kommunizieren kann. Natürlich ist das Problem immer auch, dass man Dolmetscher braucht, dass bei verschiedenen Veranstaltungen muss eingeplant werden, auch die Finanzierung, dass man wirklich Transparenz und Klarheit, dass man in der Verwaltung auch sieht, sozusagen ja, einfach durchsichtig, dass man auch seine Prozesse offenlegen muss. Und da sind ganz viele verschiedene Wörter entstanden und deswegen nur mal so als Anregung, dass die Piratenpartei eben damit zu leben. Nebenzusammenhang auch weitere Aspekte. Zum Beispiel im Bundestag, da
habe ich ja geschafft, dass da Gebärdensprachdolmetscher auch übertragen wurden bei der Bundesversammlung zum Beispiel oder durch Twitter und Facebook verschiedene soziale Netzwerke, kann man ja auch transparent sehen, zum Beispiel wenn der Politiker jetzt sagt, ja, er geht jetzt zu irgendeiner Besprechung, dann weiß man Bescheid, einfach auch eine gewisse Information weitergibt und ja, die Bevölkerung auch informiert. Und jetzt dieser letzte Punkt, dieses E-Government, das ist so zum Beispiel, wenn da ganz viele Anträge und ganz viel Papierkram da zusammenkommen, in Schriftform vorliegt und dass man dann quasi das über eine App einführt, wo man dann sehen kann, ja, da sind verschiedene Themen, da kann man irgendwie einen Antrag stellen und sich das anschauen, verschiedene Entwürfe und nicht dann so Papier aufstellen muss, sondern zum Beispiel als ich jetzt, ich habe jeden Monat so einen Stapel, wirklich einen ganz dicken Stapel an Anträgen und da war ich wirklich schon total sauer, dass man wirklich, wenn man sich nicht mal anguckt, wie viele Bäume dafür gefällt werden, ja, für das Papier. So ganz vielen, ob jetzt Land oder Kommune und Bremen, da habe ich jetzt einem Kollegen gesagt, ja, das ist so. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin das gewohnt, das ist immer so. Und dann habe ich gesagt, das ist ja unglaublich. Also in der Schule zum Beispiel, da hat man ja immer nur ganz ein bisschen Papier, überschaubar Papier benutzt, immer nur so ein bisschen. Und natürlich hat man dann auch in der Hausarbeit geschrieben und im Studium und so weiter. Aber in der Politik, da gibt es wird so viel Papier verwendet, so viel verbraucht, so viele Ordner. Und das ist klar, ja. Also auf Papier ist es dann so schwarz-weiß draufgedruckt und ist Antrag. Aber wahrscheinlich ist das auch so ein starres Verwaltungssystem, was einfach an althergebrachten Sachen festhält und das Mühlen mal langsam. Also ich bin sehr gespannt, wann das kommt. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Mal schauen. So, das ist das Ende meines Vortrages. Steht auf, nein, eigentlich wirklich, aber es ist im übertragenen Sinn gemeint. Also engagiert euch, seid dabei, macht mit und geht nicht heim und macht weiter wie bisher, sondern bringt euch tatsächlich ein, kämpft für eure Rechte, steht auf für eure Rechte, für eure Interessen, für das Thema Inklusion und partizipiert. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ihr habt die Chance, auch Einfluss zu nehmen. Und auch bei öffentlichen Veranstaltungen den Politikern mal zu sagen, ja, nicht nur da zu sitzen und das auf sich einrieseln zu lassen, sondern auch zu sagen, okay, Sie sind eben mehr und Sie haben das gesagt, ich möchte gerne mich mit Ihnen austauschen. Beim Deutschen Behördenbund mit dem deutschen, schweizerischen und österreichischen ein Zusammentreffen und da waren auch taube Politiker dabei, die auch gleichzeitig Präsidentin des österreichischen Bundes ist, Helene Jahmer. Und sie ist ja auch Abgeordnete in Wien im Parlament. Und sie selber hat bei diesem Treffen gesagt, ja, es ist ja was ganz Typisches in der Gehörlosenwelt, dass Probleme doch auch immer in der Community besprochen werden. Ja? Dass zum Beispiel dieses Thema CI ganz heiß diskutiert wird und was soll und die Ärzte sagen. Und dann wird man krank und bekommt Fieber und wie wird das alles. Ne? Und in der Gehörlosenwelt ist das gar nicht so. Ne? Da wird nicht heiß diskutiert, da sind quasi minus 20 Grad, wenn bei den Gehörlosen bei 40 Grad Raumtemperatur diskutiert wird. Das ist, glaube ich, ein klassischer Unterschied, den wir da haben. Und das ist auch das Problem, dass wir da viel an Barrieren stoßen, weil wir immer mit unserem heißen Kochen und machen und tun. Und wir müssen aber auch auf die anderen zugehen und schauen, wie die das machen. Und die hörende Gesellschaft erfährt auch nichts von unserem Engagement. Wir müssen einfach den Schritt rauswagen und Aufmerksamkeit erlangen und sagen, Martin ist jetzt der Erste, der das gemacht hat. Und man kann sagen, steht auf oder aber Aufstand, die Revolte kommt. So wie ein arabischer Frühling, der Aufstand. Jetzt in Deutschland, also ein Umbruch auf jeden Fall. Nun gut, jetzt können Sie gerne nach vorne kommen und Fragen stellen. Alle ran. So, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Das war wirklich ganz unglaublich. Ich spreche nicht in deutscher Gebärdensprache zu Ihnen, sondern in internationalen Gebärdensprachen. Tut mir leid. Also als grüner Politiker hier in Deutschland, großen Respekt und ich habe drei Fragen an dich. Du bist ja Mitglied der Grünen Partei geworden in Berlin und engagierst dich da sehr. Und was mich jetzt aber gewundert hat, ist,
Es gibt ja 16 Bundesländer hier in Deutschland und auch jedes Land hat Gehörlosenverbände und warum findet da kein Austausch statt? Also in Berlin wird gekämpft und gemacht und getan und die anderen Bundesländer da passiert nichts. Also wie kann da nicht der Austausch stattfinden? Das ist die eine Frage, die ich habe, dass Berlin auch nach außen wirkt. Und es gibt viel Diskussion, Austausch in den 16 Bundesländern, aber wie kann das für Gehörlose stattfinden? Also es gibt ja die Bundeskanzlerin auch in Berlin und wie engagiert die sich jetzt? Wie sieht das aus? Also das ist eine Frage, die ich habe. Zum Dritten ist das ja auch eine Entwicklung, die wir haben. In Berlin haben wir ja jetzt schon große Früchte getragen, aber im Rest von Deutschland nicht. Das ist auch eine Frage, die ich habe. Und Martin macht das so ein bisschen als Einzelkämpfer auch in Berlin und muss vielleicht jetzt auch die anderen anregen, da mitzumachen. Und man muss jetzt genau über diesen Vortrag auch in Diskussion treten und da sich austauschen und das auch ähnlich machen wie Martin. Und da dann seinen Weg gehen, auch aufstehen und kämpferisch tatsächlich für seine Rechte eintreten. Das sind die drei Sachen. Vielen Dank. Okay, die erste Frage. Mal kurz, was war das erste nochmal? Danke, mal kurz. Mit den Mitgliedern der Grünen Partei und du bist ja der Einzige, wie sieht das aus? Ja, also ich bin Mitglied der Grünen Partei. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und dann habe ich schon in der Schule an Bildungsarmut gelitten und da nicht mich gut entwickeln können. Habe dann auch von Essen erfahren, wo man Abitur machen kann und strebe natürlich auch an. Also ich wollte ganz gerne Abitur machen, auch dann studieren gehen und das hieß aber nein. Du hast intelligente Fähigkeiten, das klingt ganz gut, ja, Gebärdensprache, okay, aber kannst nicht sprechen in Deutsch, na, das ist schlecht, dann kannst du wieder gehen. Also dann kannst du auch nicht Abitur machen. Und das ist natürlich so, das ist der Bildungsbereich, dass, wo so Ungerechtigkeiten bestehen, so Ungleichbehandlungen, die einfach angeklagt werden müssen. Und wenn man dann natürlich versucht, Stellungnahmen zu schreiben und Meinung abzugeben und dann nicht weiterkommt und dann die nächsthöhere Instanz geht, habe ich mich dann gewandt an den behindertenpolitischen Sprecher von ganz Deutschland und habe dort ein Gespräch auch gehabt, ein Konzept entwickelt, das haben wir abgegeben und wir haben dann, sind weiter in Kontakt geblieben. Und mit meinem Beginn mit meiner Mitgliedschaft bei den Grünen hat angefangen, ich tatsächlich auch eine mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Ja? Und da ging es auf einmal wirklich los, dass ich was bewirken konnte und auch, das war der erste Schritt für mich, tatsächlich da Interessen zu vertreten. Und diese Wahl dann in Berlin, da war ich auch nicht so ganz jetzt versteift drauf. Ich habe gedacht, ich schaue mal, was passiert und ob das klappt. Und dann hat es tatsächlich funktioniert und es gibt ja auch Bezirke und den Senat in Berlin. Und es laufen zwei Sachen parallel in Berlin, also der Bezirk und der Senat. Die Bezirksversammlung und ich hatte da schon so ein Netzwerk auch mir aufgebaut und das ist natürlich eine ganz wichtige Grundlage, die man braucht im politischen Bereich, da um Netzwerk zu haben und die haben mir dann sozusagen empfohlen, auch mich im Bezirk quasi das zu überspringen und in den Bezirk zu gehen und da habe ich erst gesagt, nee, ich wollte jetzt auch gar nicht so einen großen Sprung zu machen und ich habe gesagt, ich fange so klein an und dann waren 60 Stimmen für mich, zwei Enthaltungen und ich habe gesagt, das war am Platz 13, 14 und da war ich ganz erstaunt, dass es funktioniert hat und tatsächlich bei der Berliner Wahl ich dann also eingezogen bin, ne? Ich glaube vor einem Jahr und dann die Presse, die da auch ich losgetreten habe, das war unglaublich. Bezirksversammlung, die eigentlich nicht so wichtig ist, aber schon ein großes mediales Echo hervorgerufen hat. Das war unglaublich für mich auch zu sehen. Und jetzt macht ja auch die Juliane Probst da in Baden-Württemberg sozusagen aktiv in der Partei und versucht für den Bundestag zu kandidieren. Und ich glaube, man muss da schon versuchen, Mauern abzubauen und auch in Austausch zu kommen. Das ist ganz wichtig.
Und zur zweiten Frage, im Bezirk haben wir ja bestimmte Aufgaben, aber was das Land und der Bund machen, also das ist ja dann auch nicht unsere Verantwortung. Ne? Also ich kriege viele, viele E-Mails aus ganz Deutschland, die tatsächlich mich ansprechen, als Ansprechpartner für Politik sehen. Und ich kann ja gar nicht für alle da sein, ja, für ganz Deutschland. Also da bin ich auch überfordert. Ich kann mich auf die Bezirksgeschichte in Berlin sozusagen konzentrieren und noch weniges Kleines nebenbei machen, aber mehr auch nicht. Und was ja auch eben schon gesagt wurde, dass Bürgerlose so gerne diskutieren und so ganz heiß diskutieren, man muss dann einfach mal auf einen Berg klettern, vielleicht auch einen Berg mit einem Wasserturm und den mal anstechen, diesen Wasserturm, und dann kommt sozusagen das ganze Wasser aus dem Turm raus, und das ist dann dieses mediale Echo, von dem ich vorhin sprach, und dann ist vielleicht eine Aufmerksamkeit da, die man wiederum nutzen kann. Ne? Und dann auch als Außenwirkung Öffentlichkeit sich zu eigen machen kann. Und das ist, glaube ich, schon, also ich verschließe auch nicht die Augen vor den Anfragen, sondern ich versuche schon da auch unterstützend tätig zu werden. Also das Saarland und Rheinland-Pfalz, da gibt es ja zum Beispiel auch im Parlament, die planen jetzt da auch Video-Einblendungen, dynamische Einblendungen zu machen, und Rot-Grün-Koalition in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist da auch sehr aktiv in dem Bereich. Und es ist jetzt so, dass die Verantwortlichen natürlich auch erstmal sich damit was konfrontiert sehen, wo sie gar nicht wissen, wie sollen sie damit umgehen. Sind sie vielleicht überfordert, und jetzt muss man einfach mal den Dominostein lostreten und versuchen, da aktiv zu werden. Und in Nordrhein-Westfalen war bisher noch überhaupt gar nichts. Da gab es schon Bestrebungen, Bemühungen, und jetzt tatsächlich fangen sie langsam an. Und zum Beispiel auch in Schulen ist da so, bei den Bürgern gar nicht wahrgenommen wird oder gar nicht gesprochen wird. Zum Beispiel im Essen an der Schule. Das ist ganz, ganz dramatisch. Ich bin selbst wirklich erstaunt, dass du als erster grüner Politiker und Tower-Politiker dabei bist. Nochmal herzlichen Glückwunsch, und auch in der Bundesversammlung dabei warst und den Bundespräsidenten gewählt hast. Viele hatten mir gesagt, ja, da ist ein Gewerbeautomatischer dabei, und dann habe ich mir das auch angeguckt, den Deutschen, und dann war der aber irgendwann aus. Also bei der Begrüßung war der noch dabei, bei der Wahl gab es dann überhaupt nichts, und nicht mal Untertitel, gar nichts. Eine ganz lange Zeit habe ich dann gewartet, kommt da noch irgendwas, aber da kam wirklich nichts. Ja. Und dann habe ich irgendwie gesehen, da sind irgendwie so Hände hochgegangen, da habe ich gesehen, da waren Dolmetscher, wo du denn da auch warst. Also da um die Ecke waren ja Dolmetscher im Raum. Da war auf jeden Fall ein Dolmetscher dabei. Und egal wer da jetzt gesprochen hat, da war der Dolmetscher direkt neben den Leuten. Warst du da so ganz in der Ecke? Warum war das so? Ja, ich möchte noch mal kurz zu dem Ablauf erzählen. Also in dieser Bundesversammlung war ja zwar die Bundespräsidentenwahl, die alle 5 Jahre stattfindet. Und da gibt es ja, das sieht man ja öfter im Fernsehen, so relativ typisch, dass dann da alle ankommen. Und das ist eine ganz große Begrüßung, die dann erstmal stattfindet. Und dann erstmal alle vorgestellt werden, die Kandidaten. Und das waren dann jetzt direkt die Namen sozusagen vorstellt von den Beteiligten von A bis Z. Ich war ja dann relativ los, wie ein CVZ. Und generell so ein Bundestreiben hin und her sozusagen. Und deswegen, ich hatte vorher schon gefordert, dass man bei Phoenix auf jeden Fall 100% alles dolmetscht. Das war irgendwie 20.15 Uhr bei Phoenix. Das ist ja normal, dass der Tagesschau oder so weiter ist, aber dann haben wir es, und jetzt haben wir es ja wirklich live gehabt, aber es waren dann halt leider wieder nur Teile. Ja, das wiederum von den das habe ich dann wieder nur über den Umweg von den Medien mitbekommen, da war ich so sauer, weil ich wirklich so verärgert. Und da habe ich wirklich nochmal einen Brief geschrieben und dann gesagt, da muss wirklich alles verdolmetscht werden, weil die Behörde auch alles mitbekommen. Sondern nicht, dass man da einfach so kleine Häppchen bekommt und wir uns da so dran halten, sondern dass man wirklich alles verdolmetscht bekommt. Deswegen beim nächsten Mal muss man das wirklich genau prüfen, dass da alles verdolmetscht wird. Dann irgendwann später haben sie dann nochmal angefangen, das war dann total chaotisch. Aber auch mit dem Interview und so weiter, aber das war wirklich auch diesen Zwischenteil nochmal dolmetschen. Also es war ja auch damals das Gefühl, und zwar einfach der Bundespräsident wurde gewählt, und dann sind wir da hingekommen. Ich meine, eigentlich müsstest du ja irgendwie in den Bundestag oder so ins Parlament, also dann müsstest du auch mehr gehört oder in den Bundestag einfach ins Parlament. Ja, das denke ich auch. Mach du doch, also du kannst es ja auch machen, du kannst dich ja auch. Das ist ja auch typisch, immer auf die andere zu schieben,
aber man kann ja auch mal selber sich engagieren, selber beteiligen. Ja, ich denke, du hast es so schon genug gerade. Du bist ja schon seit einem Jahr dabei. Ich habe nochmal eine persönliche Frage. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht in der Kommunalpolitik irgendwie einzusteigen oder so. Aber wie kann ich denn die Tür aufmachen für mich? Wie werden die Dolmetscher finanziert? Wie kann ich die Dolmetscher verwenden? Deswegen immer, weil ich mir da unsicher bin, dann habe ich immer Zweifel und ich möchte auf jeden Fall, weil wie kann ich das umsetzen, einen Dolmetscher holen sozusagen? Natürlich habe ich in meinem Umfeld Dolmetscher, aber die Frage ist, ob die Kosten übernommen werden. Und was ist denn dieser erste Schritt, dass man dann nicht da so eine Empörung hervorruft und dann gleich ein Widerstand entsteht? Ja, die Frage wird auch relativ oft gestellt mit den Dolmetschern. Also, wie gesagt, dass diese Partizipation auch barrierefrei ablaufen soll, dass, ob es jetzt egal ist, in welcher Partei ihr angehört aber das, und welche Behinderung vorliegt, dass man, es gibt ja jede Kommune oder jede verschiedene Ebenen haben ja einen Haushalt und haben ja Verwaltungsausgaben, also Einkommensausgaben und eine Aufstellung. Und wenn dann ein Behörde kommt, dann ist das natürlich schwierig, weil da viele Ausgaben entstehen. Nichts eingeplant ist, dass man dann, man muss dann vielleicht ein bisschen warten und sagen, okay, jetzt im Herbst wäre eine gute Zeit, dass man dann sagt, okay, ab Januar kann man dann im Haushalt das einplanen für 2013 ein Dolmetscherbudget sozusagen. Nicht, dass man dann jetzt einkommt und sagt, ja, jetzt möchte ich rein, sondern morgen sollen die Dolmetscher da sein. Noch bezahlt werden. Natürlich müssen wir das auch ein bisschen respektieren. Wir können da jetzt auch nicht irgendwas aufzwingen, sondern dass man es einfach mal vorher sagt und dies bedenken und dann für 2013 dann umsetzen können. Und wenn da vielleicht ein bisschen Geld übrig bleibt, das für Dolmetscher ausgeben können, zum Beispiel bei uns im Bezirk, jetzt in Berlin-Mitte, das ist jetzt nicht nur, also nicht in Berlin, es wird im Jahr 10.000 Euro, die da zur Verfügung gestellt werden, so ungefähr. Und wenn es dann leer ist, dann hast du keine Dolmetscher mehr, oder wie sieht das aus? Natürlich muss man dieses Budget auch kontrollieren, ja. Also vielleicht zur Not kann man das vielleicht nochmal vom Land aufstocken lassen, aber es ist ganz typisch, also dass da mal mehr Bedarf, mal weniger Bedarf von Dolmetschern hat. Auch je nachdem, ob Wahlkampf ist und so weiter, aber jetzt ist ja eine gute Möglichkeit, je nachdem. Ob die Haushaltsplanung, ob da mehr oder weniger eingeplant wird, das differenziert eben immer. Und da, wie gesagt, das ist nicht im Moment. Ich meine, gut, mit den politischen Parteien ist es ja. Wie sieht es jetzt aus mit den Parteien oder wie auch immer, mit dem Stadtrat oder wie auch immer? Nee, da muss man wirklich nochmal unterscheiden. Also mit den Parteien ist es was anderes oder ob man jetzt ein Stadtrat ist. Dann müsste man jetzt von der Stadt zum Beispiel einen Zuschuss bekommen. Also ein Behindertenrat ist ja auch ein schwieriges Thema. Es ist auch oft immer so eine Fürsorge-Idee, dass man dann immer sagt, ja, die Angehörigen, die armen Rollstuhlfahrer. Und dass man dann so eigentlich das dann doch wieder ignoriert, was irgendwie lange. Und deswegen bin ich so ein bisschen gegen diese Bemerkung da, in den Städten. Deswegen, das müsste man auf jeden Fall ein bisschen verbessern, weil es einfach.